So, da geht's auch direkt weiter. Ja, bei mir hat's an der Tür geklingelt. Das heißt, ich musste einmal kurz los und bin gerade beim Seed Oil gewesen hier. Und er fängt wohl an, das Öl reinzulaufen zu lassen. Hier fehlt jetzt noch das restliche Zeug, okay. Und hier ist zwar nichts, sondern also hier fehlt noch Seed Oil. Wird wohl in den Leitungen stecken. Ja. Und ich wollte jetzt auch nicht mal allzu lang machen, weil ich den Rest ja wieder ein bisschen produzieren lassen muss. Dass wieder da kurz am Ende steht. Und dann würde ich mal schauen, wie ich den nicht hüpfen kann, okay. Habe hier gerade noch zwischendurch, da ich ein bisschen laufen lassen habe, wie gesagt, Tür geklingelt, habe da ein bisschen laufen lassen. Habe schon mal so einen Rand gezogen hier. Ich werde bald zumindest die Decke schon mal ziehen und die Ebene auf die Höhe ziehen. Und dann wird wohl bald komplett das Dach drüber kommen. Was dann hier ein bisschen komplizierter wird, weil ich ja diese Ecke hier habe. Gut, das habe ich jetzt nur so gemacht, das soll jetzt mal ein bisschen nur da sein. Kann sich aber noch ändern. Das ist so eine Art, ich weiß nicht, ob es eine Halbkugel werden soll. Muss ich mal gucken, bis hier hin und dann wieder gerade aufbaut auf die Kugel da hinten hin. Vielleicht gefällt mir jetzt auch noch nicht ganz, das weiß ich noch nicht. Muss ich auch mal schauen, dass ich das ein bisschen hinkriege. So, also die beide her produziert City and Wheaton. Und müssen wir beides aussortieren, beides auseinanderklamüsern. Ist kein Problem, lassen wir auch produzieren. Aber nicht da hinten. Denn hier hinten in den Ecken, hier kommen so kleine Räume hin, die das produzieren. Und dann sollte es funktionieren damit. Was will man denn hier? Große Blumen. Kann ich die nicht anbauen? Dann nehme ich halt noch eine pinke. Ich will eigentlich hier noch eben auffüllen. Damit das alles läuft. Wie hat er hier? Wie gesagt, dann kommt halt das große Ding nennen. Und in den Räumen soll dann halt alles immer so produziert werden und verbraucht werden. Dann mit einem Ding da hinten rüber. Das könnten wir eigentlich mal machen. Das wäre der. Der. Da würde ich ganz sagen, locker der und der auch noch, ne? Fraglich nur, dass jetzt wieder draußen mein Hund bellt. Ja, ich mache mal kurz das Fenster zu, einen Moment. So, da habe ich aber kurz das Fenster so gemacht, dann kann er nicht weiter bellen. Und ich kann auch in weiter Ruhe aufnehmen. Mir ist gerade was eingefallen. Es gab mal einen YouTuber, den ich sehr gut geguckt habe. Es war, wie ist der denn? Jetzt komme ich auf den Namen nicht mehr. Ich musste immer nochmal googeln. Wenn ich vielleicht drauf komme, kann ich den unten euch verlinken. Wenn ich hier drauf komme, ich weiß es gerade nicht mehr. Irgendwas mit Red. Play, glaube ich so. Der hat viel mit Zügen gemacht. Aber der hat seine Langstrecken nicht mit Enderpipes gemacht oder mit Ender Tanks oder Ender Chest, sondern der hat Schienen genommen. Das fand ich gerade auch interessant, das ist mir gerade so eingefallen. Der hat immer Zyklus laufen lassen. Hat dann gesagt, komm, mach das erste Feld, zweite Feld, dritte Feld, das grast du alles ab. Bringst zu einer Sammelstation und die Sammelstation geht aber andersrum nochmal. Das heißt, der hat immer so sagen eine 8 gefahren. Klar, die war jetzt keine 8, die Kurve, also die ganze Wege, sondern war halt so, dass es immer einen Punkt gab, wo er alles abgeladen hat. Und dann hat er wieder was abgeholt, hat zum anderen Punkt gehört. Das fand ich ganz geil. Und wie hießen denn Cards war es auf jeden Fall? Hier, Wildcraft. Also, das machen wir, glaube ich, mal. Steve Katz nicht, aber wir kümmern uns mal um Wellcraft. Das ist gar nicht mal schlecht, Wellcraft. Da brauchen wir doch diese One-Way-Schienen. Die One-Way-Tracks. Da brauchen wir doch hier diese Dinger. Und da brauchen wir ja die, genau. Genau, kann man auch Glasflaschen oder Eimer nehmen. Und dann bekommen die Dinger, könnt ihr jetzt Zinn nehmen oder hier dieses. Ah, guck mal, hier das Beanworks-Dinger. Und die, da kriegen wir die Woodwells. Oder wir machen es über Kirisiert oder Carpenter. Ja, das kümmere ich mich drum. Da produziere ich welche vor. Bisschen
Vielleicht auch ein paar mehr. Also das soll vielleicht was mit Railcraft machen und den Ding. Das ist interessant. Kommen wir auch noch zu. Aber jetzt machen wir erstmal das da vorne. Basalt. Basaltbrücke. So. Reicht da die eine Ecke oder machen wir beide Ecken? Ich glaube, wir machen beide Ecken. Ja, das soll dann kein Raum sein, wo man reinkommt. Der soll fertig gebaut sein, zugemacht werden und fertig ist. Ich will da nicht mehr reingehen. Vielleicht später noch einmal von oben. Wenn ich noch was reinmachen muss. Oder rein editieren muss. Aber sonst würde ich da nicht mehr rein. Ich muss in den da rein. Okay. Ja, jetzt habe ich so ein Blümchen hier. Gut, den Block kann ich hier unten verbrauchen. Den Rest fülle ich ja sowieso nur damit auf. Das ist ganz geil. Ja, lass mal hinten Schienen lang fahren. Machen wir so. Das machen wir so auf jeden Fall. Okay, zweite. Dann ist das schon mal fertig. Dann können wir produzieren. Jetzt will ich das Licht am Mann. Wir brauchen einen Carpenter. Da machen wir mal 4 Stück von. Wir brauchen vielleicht noch Squeezer. Squeezer. 2, 3, 4. Machen wir auch noch 4 davon. Brauchen wir noch. Ne, der eine produziert Honig. Wie hießen denn die anderen Dinger? Zentrifugen. Ich glaube, es waren die Zentrifugen, die da was zu tun hatten. Achso, der drückt das nicht hoch. Ja, stimmt. Der drückt das hier nicht rein, weil ich den Anschluss nicht von oben habe, sondern von unten. Und der muss es gleichmäßig hochdrücken können. Und hier macht das nicht. Auch gut zu wissen. Das sieht er, ist auf jeden Fall noch nicht da. Fraglich, ist er denn schon voll? Okay, voll wäre er, aber er schleudert sich weg. Deswegen wollte ich das meiste immer noch offen lassen. Okay, wir gehen mal schauen. So wird ein Schuh daraus. Frage, wie weit saugt ihr das runter in den ersten Container noch? Wie weit gehst du runter? Ja, in den ersten Container rein, sauber. Ja, hier auf sowas muss man auch machen. Dass das passt. Ich glaube, dich hatte ich noch dahin gepackt. Auch schon wieder fertig. Da kann der nämlich da hinten produzieren. Mich nicht provozieren, sondern produzieren. Ja. Alles klar, sauber. Dann bekommt nämlich jetzt der da oben den Anschluss. Schmeißt das Ding da raus. Extract davon. Extract davon. 209 Insert. Ja, wir können es doch. Wir machen Insert hier. Ja. Die bringt er dann dahin. Jetzt muss ich die nur laufen lassen. Okay, funktioniert. Bin ich froh drum. Jetzt brauchen wir noch Carpenter.
Zentrifugen, Filter. Kümmern wir uns erstmal um die Carpenter. Das ist der weit entfernte Punkt. Dankeschön. Ah ne, da müssen wir in den Mittelding rein. Zentrifugen. Natürlich. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Und Filter.